Automobilrevue TV wird präsentiert von cleverunterwegs.ch. Testet, wie umweltfreundlich euer Auto ist. Das ist Automobilrevue TV. Das ist TV mit PS und Turbolader. Im Test Mazda MX-5. Reportage Fahrertraining in Bresse. Garagenrace. Garagen 23 und 24 im Rennen. Einige weltberühmte Rennfahrer haben ihre Karriere im Go-Kart angefangen. Das bekannteste Beispiel davon ist natürlich der Michael Schumacher. Der Traum vom Formel 1 Weltmeister können natürlich den Garagisten, die jetzt im Qualifying sind, nicht versprechen, aber dafür Spass und Nervenkitzel. Sehen Sie jetzt, wer heute um Tagesrennen mitfahrt, in den Steckbriefen. Reiter hat für die Japaner die vollkommene Einheit bedeutet, die sie in den alten Reiterspielen angestrebt haben. Basierend auf diesem Hintergrund ist wahrscheinlich auch der neue Mazda MX-5 entworfen worden. Da sage ich nur noch Zoom Zoom und gute Unterhaltung mit dem Testbericht von dem neuen Roadster. Der Mazda MX-5, ein Auto mit Kultstatus. Der schnittige Roadster feiert sein Jubiläum. Seit 20 Jahren schon ist der Japaner unterwegs und kommt nun mit einem überarbeiteten Modell auf den Markt. Und das hat's in sich. Fahrdynamik, Design, Komfort. Alles wurde laut Mazda einem gründlichen Lifting unterzogen. Ob das Facelifting gelungen ist, muss ich zuletzt eigentlich der Kunde entscheiden. Aber es ist ganz sicher so, dass Mazda gelungen ist, das Auto nicht grösser und nicht schwerer zu machen. Und das ist in der heutigen Zeit schon ein grosser Vorteil. Der MX-5 ist seit seinen Anfängen vor 20 Jahren beliebt. Anfang der 90er Jahre löste er eine Renaissance unter den Roadstern aus. Zeitweise kam es in Europa sogar zu Lieferengpässen. Mit über 800.000 verkauften Exemplaren ist er mittlerweile der meistverkaufte Roadster weltweit. Marcel Kropf ist einer der stolzen Besitzer eines Modells der ersten Generation. Er ist ein waschechter MX-5-Fanatiker und freut sich auf die sonnigen Tage. Das macht dauernd Spass, dreht nur zwei Plätze, ist absolut wendig, macht viel mehr Spass als ein anderes Auto, um Kurven umzufahren, weil das ist ein kleiner Kurvenwetzer und fasziniert gern auf das Neueste. Auch der überarbeitete Mazda MX-5 weckt Emotionen. Die Figures? Leistung 160 PS. Beschleunigung in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Höchstgeschwindigkeit 213 km/h. Preis ab 40.250 Franken. Verwöhnte Geister werden sich nerven, dass das Verdeck, das Stoffverdeck nur manuell betätigt werden kann und nicht wie bei vielen anderen per Knopfdruck. Für die bietet Mazda Varianten vom MX-5 an mit einem Metalldach, das auf Knopfdruck verschwindet oder wieder zugeht. Die Vorteile? Fahrspaß und Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Nachteile? Wenig Ablageflächen und kleiner Kofferraum. Marcel Kropf hatte mit dem überarbeiteten MX-5 auch schon das Vergnügen. Er bleibt aber seinem älteren Fahrzeug treu. Also den gebe ich natürlich nicht, das ist ganz klar. Ein Urgestein ist ein bisschen rüde, er ist ein bisschen härter. Ich könnte mir vorstellen, der neue ist sicher viel feiner zu fahren, ist viel verbessert worden, ist neuere Technik. Aber das ist gerade das, was der alte NA von der MX-5 ausmacht. Der Mazda MX-5. Für Liebhaber und solche, die es werden wollen. Arigato.
Japaner sind ja als Kamikaze in die Geschichte eingegangen. Habt ihr euch auch so vorausgegeben zum Qualifying? Ja, wir haben wochenlang gefastet, dass wir möglichst leicht sind zum Fahren. Es wird ein harter Kampf für euch. Wie habt ihr euch vorbereitet? Wir kämpfen bis aufs Messer, wie ein japanisches Messer. Wir sehen, also, es wird ein heißer Kampf. In wenigen Minuten geht es los. Aber jetzt machen wir zuerst einen kleinen Abstecher auf Frankreich, um es genauer zu nehmen. Nach Presse, dort kommen die Touren und Rennfahrer den letzten Schliff über vor der Saison. Schnallen Sie sich an und legen Sie mit uns in die Kurve. Sie heißen Drifter und gelten als die jungen Wilden auf den Pisten. Was unkontrolliert aussieht, hat viel mit System und Präzision zu tun. Da geht es darum, das Auto, sage ich jetzt, am Limit zu bewegen. Sich selber ist man meistens so am Limit, aber es geht vor allem ums Handling vom Auto, Perfektion am Lenkrad. Michael Sali fährt seit 2 Jahren in der Drifter-Szene mit. Er gilt als alter Hase in dieser jungen Sportart. Sein BMW von A bis Z modifiziert. Der Motor bis zum Anschlag hochgeschraubt. Und auch das Wageninnere löst wenige Sonntagsfahrergefühle aus. Und für mich auch relativ wichtig, eben die hydraulische Handbremse, die nochmal auf die Hinterachse wirkt. Für den Drift einzuleiten oder für ihn rauszuziehen, das Fahrzeug langsamer machen, verschiedene Sachen. Auf einer sicheren Strecke mal richtig Gas geben. Davon träumen nicht nur Rennfahrer. Hier in Brest testen normale Fahrer für 300 Franken ihre Wagen und Nerven bis zum Limit. Der Organisator hofft insgeheim, dass sich auch Raser auf der Rennstrecke tummeln. Doch er bezweifelt es. Ich bin mir ganz sicher, dass die eben nicht würden kommen. Und das ist schade, weil hier könnten sie mal wirklich Gas geben, mal sehen, was passiert, wenn man da hinten sieht in einem Bogen, ist mit 160, 180 mal wirklich am Hebel schreissen und abbremsen, was da passiert. Die Mittagszeit widmen die Fahrer ihren Motoren. Man tauscht Erfahrung und Wissen aus. Neben den Straßenfahrzeugen konnten auch Profis wie der deutsche Bergmeister Marcel Steiner vom schönen Wetter profitieren. Gut gerüstet steigt er in die neue Saison ein. Es ist eigentlich mehr darum gegangen, wieder das Auto durchzuchecken, schauen, ob dort alles genau funktioniert, ein paar kleine Einstellungen noch zu machen und halt für mich wieder ein bisschen den Rost vom Winter wegzufahren und schauen, dass wir gerüstet sind für das erste Rennen. Schnell bis ans Limit fahren und dazu noch sicher. Nur auf einer Rennstrecke wie hier in Brest geht das ohne böse Konsequenzen. Wenn das keine animierenden Bilder sind für unser Garagen-Go-Kart-Rennen, spürt ihr schon, wie das Adrenalin steigt? Oh, das sieht gut aus. Parato? Alles klar, da steht uns ja nichts mehr im Weg. Achtung! Fertig! Go-Kart! Unser unbestechlicher Gralshüter Peter hat das Resultat parat. Die Fahrer sind auch schon da. Aber jetzt ist ja Halbzeit. Jetzt wollen wir so wissen, wie sieht eigentlich der Stand von allen Rennen aus bis jetzt? Also, es ist sicher gut gefahren worden. Und eine von diesen Garagen heute wäre jetzt noch im Finale drin. Die ist auf Bad 12 gefahren. Eine ist schon nicht mehr drin, das kann ich voraussagen. Die allerschnellste Person bis jetzt, also jetzt, wo wir Halbzeit haben, 24 Garagen, ist eine Frau. Die einzige Frau hat mitgemacht. Die hat sich also an der Spitze, hat Männer sich gefordert, auf jeden Fall. Also das heisst, Garagen müssen ein bisschen die Frauen mitnehmen von den Teams. Also bis jetzt haben wir gute Erfahrungen mit dem gemacht. Aber jetzt wollen wir wissen, wie es wirklich heute ausgesehen hat. Und ich würde sagen, wir lüften das Geheimnis. Zentralgarage. Herzliche Gratulation, der Pascal zum Tagessieger. Für beide gibt es natürlich auch wieder eine CD von unserem Musiker, von Bruno Dietrich. Wer unter den ersten 24 Garagen Chance hat auf einen Finaleinzug, das sehen Sie auf www.automobilrevue.tv. Und dort können Sie auch nachschauen, was es denn alles zu gewinnen gibt in unserem Garagen-Go-Kart-Rennen. Das war es von ARTV für heute. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen. Bis dann und fahren Sie gut.
Automobilrevue TV ist präsentiert worden von cleverunterwegs.ch. Testet, wie umweltfreundlich euer Auto ist.